Hallo, hier sind wir wieder bei Reiner Genuss. Heute möchte ich euch zeigen, wie wir ganz einfach einen Holunderblütensirup machen. Und die wachsen ja im Moment überall am Wegesrand. Auf verschiedene Dinge müsst ihr achten, und zwar, dass die Blüten alle auf sind, denn dann haben sie nur das volle Aroma. Wenn man so mit dem Finger drüber geht, dann hat man leicht hier diese gelben Blüten, Pollen, die überall auf dem Finger kleben, aber das ist genau das, was das Aroma ausmacht. Achtet bitte außerdem darauf, dass von hinten keine Blattläuse sind. Schneidet sie ab, schüttelt nochmal so ein bisschen aus und guckt ganz einfach, dass nichts mehr da drin ist. Weil schlimm wäre jetzt, wenn wir die zu Hause erstmal waschen müssen, dann wäscht man das ganze Aroma raus. Ich pflück sie immer und sortiere sie so sauber aus, dass man sie direkt verwenden kann. Und aus diesem Holunderblütensirup, da könnt ihr zu Hause wahnsinnig viele Dinge machen. Ihr könnt Sorbets machen. Ja, hier kann man es sehen. Da sind zum Beispiel ein paar Läuse drin. Das schneide ich ganz einfach raus. Lass das hier. Ja, nimm das Saubere mit. Aber ihr könnt wunderbare Sorbets daraus machen. Ihr könnt tolle Dressings daraus machen. Für Salate ganz besonders schön. Für Spargel, für Erdbeere. Marinierte Erdbeeren mit Holunderblütensirup ist toll. Natürlich fantastische Drinks. Später im Jahr habt ihr wunderschöne Holunderbeeren dann hier in den Bäumen hängen. Und die geht ihr dann nochmal sammeln und macht euch einen Holunderblütensaft daraus. Die kann man dann wieder verwenden für tolle Soßen, die kann man verwenden für tolle Desserts. Also ihr seht, der Baum ist multifunktionell. Und das Schöne ist, überall am Wegesrand wächst er, kostet quasi nichts. Ihr kriegt kostenlos ein bisschen frische Luft dabei. Und hab immer was Leckeres im Haus. Jetzt haben wir hier unsere Schüssel mit dem wunderbar duftenden Holunderblüten. Ich habe 2 Liter Wasser mit 2 Kilo Zucker aufgekocht. Das nennt man Läuterzucker. Das muss einmal richtig aufkochen. Dann habe ich hier 2 ausgepresste Zitronen oder den Saft von 2 ausgepressten Zitronen und nochmal 2 Zitronen, die ich in Scheiben schneide. Bitte immer Bio-Zitronen verwenden, die trotzdem noch mal gut abwaschen. Jetzt dazu. So, den Zitronensaft angießen. Und den Zucker richtig heiß darüber. Und das Ganze stellt ihr jetzt für 2 Tage abgedeckt in den Kühlschrank und dann anschließend durch ein Tuch oder durch ein sehr feines Sieb passieren. Dann kann man den wunderbar in Flaschen abfüllen oder in Twist-off-Gläsern, Deckel drauf, kalt stellen, und dann hält er sich auch eine ganze Zeit. Wenn ihr es aber richtig, richtig lang verwahren wollt, dann besorgt euch bitte Zitronensäure und gießt Zitronensäure dran. So, jetzt viel Spaß beim Sammeln und beim Einkochen. Euer Reiner. Danke.